Ruhe bitte am Set, Ruhe bitte, Aufnahme. Was soll ich jetzt was sagen? ORF gesehen und es war spektakulär, wie er damals auch dieses Flugzeug gerettet hat und alle Passagiere mitgenommen hat. Die 43 bitte noch 20% mehr. Video! This time for free! Das Catering ist noch nicht eröffnet, weil ich sie mit den Leitern habe. Bitte? Andere Frage ist noch da. Wir waren gerade bei der Maske, Mike. Ich bitte, wir haben ja keine Deckung. Das ist gut. Danke, danke die Dame. Rodriguez? Du, ich habe jetzt dieses Seminar gemacht bei diesem Müller. Müller. Nein, der heißt auch Müller. Doch, hat geklappt. Ich bin geflogen. Ich trete in deine Fußstapfen sozusagen. Oh nein. Okay, warte mal, da ist jemand für mich. Entschuldige. Ja. Ja, ich ruf dich zurück. Tschüss. Bitte. Ja, Mensch, mein Kleber, was soll er noch machen hier, Mensch? Sie haben das mit Jacke aussehen, was geht raus? Rinn raus, Mann. Los, Mann. Und was soll er gewinnen, Mensch? Na los. Was ist denn los hier, Mann? Wir sind eine Sekte und da kommt da hinten dran die Leute. Hey, ihr könnt kommen! Ja, der Flugsekte. So, ihr schön hinter mir herzlich. Gott, so ist Gott, wunderbar. Und die Gruppe beieinander treiben, sehr schön, guter Flug. Machen Sie mal eine Klappe. Eine Klappe. Eine Klappe, sagen wir, Achtung. Fischer, ist wenig. Zweite Klappe gilt. Vom Interview Karl-Heinz Auchmüller, Moment. Mein Name ist Karl-Heinz Auchmüller. Aus Wien, 14. Bezirk. Wenn ich die 50 Knoten einkam, los, umdrehen und hoch! Flugschimmer von Karl-Heinz Auchmüller. Was heißt, ich war noch nie. Ich bin dort oft gewesen, nur da verkleide ich mich. Dorthin gehe ich inkognito. Da muss ja nicht jeder wissen, dass ich dabei bin. Hervorragende Seminare. Gab einiges zu kritisieren und deswegen bin ich ja auch inkognito dort. Mit ihm ist die Welt eine andere geworden. Ich werde mein Institut verlassen. Ich habe keine Lust mehr. Mach auf die Tür und versuch. Denn man kann beim Fliegen eine Menge von Glückshormonen produzieren, wie man sie sonst durch Bananenessen nie erreichen kann, zum Beispiel. Oder man kann ja Glückshormone durch Laufen, durch Joggen in sich sozusagen aktivieren. Aber ich muss sagen, beim Fliegen werden die meisten Glückshormone produziert, weil da auch die Angst vorm Abstürzen ist. Muss ich sagen, ganz am Anfang, als so hoch ging, das war unglaublich, incroyable, vraiment, da hatte ich doch ein bisschen Angst. Und diese Angst hilft einem auch, Glück zu fördern. Hör, aber als ich dann geflogen bin, oh, das war so schön. Das verstehen viele nicht. Ist auch egal. Die es nicht verstehen, die verstehen es eben nicht. Aber manche wissen es. Durch, das geht schon, wunderbar, schön. So schnell, so schnell, ich muss wunderbar, schön. Wissen Sie, dass da überhaupt kein Sauerstoff ist, 20.000 Meter Höhe? Vielleicht war es der Sauerstoffmangel, der dann mich ein wenig aus meiner Flugbahn geworfen hat. Also ich weiß, ich habe bei der Landung ein wenig Schwierigkeiten gehabt. Und Herr Auchmüller war dann... Haben wir alles geraucht? Er mit seiner Technik, seiner dämlichen Technik, das fliegen können. Ah, ein Mensch im Traum. Das wird wahr. Vorwärts, ich höre ihn. Hallo, mein Name ist Billa Bilano Junior und ich würde unheimlich gerne den wahren Dokumentarfilm von Beat von Stein mitspielen. Mein Vogel hier, Mackie Schulze, der kann unheimlich klasse Filmgeräusche nachmachen. Mackie, summ mal ein Lied. I like the way you move. Gut gemacht. Feiner Mackie. Er kann auch eine Klospülung. Mach mal eine Klospülung. Mackie?
Klospülung macht er nicht so richtig gerne. Er kann andere Sachen viel, viel besser. Lied schon gesummt, Klospülung schon gemacht. Jetzt machen wir Motorengeräusche. Brumm. Ja. Schwein. Toller. Und? Bin ich drin? Haben wir es geschafft? Wir zwei? Wir beide. Wir drauf, Achtung, so genau. Nein, das ist ja die Erklärung. Wenn man jemanden, das ist der Müller. Müller heißt ja nicht, das zum Beispiel heißt ja auch Müller. Schön, ja, daran ist dein Blick. Ich heiße auch Müller und die machen sich gerade genau darüber lustig. Entschuldigung, aber wieso mache ich mich über die lustig? Ich finde doch meinen Namen offenbar komisch. Nein, ich finde meinen Namen komisch. Das ist ein kleiner Unterschied. Der Profi alleine schafft in der Dänemark-Landung. Luftlöcher kannst du durch hektische Schwingen leicht entschärfen. Kleines Bonbon dabei, es sind nämlich Mozartkugeln, die wir immer dabei haben auf Seminaren, um auch ein bisschen an Zucker beizugeben. Versteht, die waren schon sehr gut, ich darf Ihnen das gerne geben. Ja, bitte reißen Sie sich etwas zusammen, das ist ein ernsthaftes Seminar. Der nächste bitte. Ja, Spannung halten, Spannung. Jetzt sagt sie, Mensch, aber was ist das? Scheiße. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen es ordentlich machen. Ich werde gar nicht langsam bremsen. Bremsen, das ist scheiße. Du bist aber der Mensch, Hund, du stehst du. Mach's doch mal richtig. Mein Gott, du komm nicht. Jetzt gehen wir gleich mal raus. Sehr schön, keine Schwingungen. Keine Schwingungen. Oh, ich werde noch gar nicht. Gut, Seminar. Wir gehen jetzt als nächstes gerne draußen überall den Flug. Wenn einer abstürzt, dann wird er auf mich gehauen. Aber jetzt sehen Sie hier, wie ich jetzt die Tragfläche auseinanderziehe, dann kann ich auch mal leicht stehen. Schau, in Österreich mit Megafon auf der Leiter und unten steht deutlich. Ich bin gerade im Trailer immer vor Pause. So, jetzt komme ich runter, dann machen wir alle mal einen Druck, gell? Sie sehen ganz einfach, man muss einfach jetzt dagegen anschreien. Die Leute können nicht mehr zu Hause sitzen und einfach in der Terrasse einfach mal eine gute Tasse Kaffee trinken oder eine Melange oder egal wie. Ja, das ist einfach ein Problem, was wir haben. Drehhänder. Jetzt geht's also los.